Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Ricardo und ich spiele heute ein weiteres Mal Fallout Shelter. Die sechste? Siebte? Siebte. Siebte Folge, glaube ich. Oh, 2000. Die Bewertung, ganz wichtig. Ja, gleiche Bewertung wie davor. Das ist echt die gleiche Bewertung. Hilfe? Okay. Noch geht's uns gut. Was habt ihr denn? Alle durchs Radio? Wirklich? Achso, sie nicht. Oh mein Gott, sie muss einiges. Okay. Wir müssen erstmal warten. Wir tun erstmal die Babys hier auf die Welt bringen. Oh, mehr haben wir nicht. Wir können erstmal warten. Noch eine zweite Sache. Anlocken. Klassenzimmer. Bewohner hier zuweisen, um ihre Intelligenz zu verbessern. Weiß nicht. Wahrnehmung. Zum zweiten Lager. Help. Geh weg! Du bist uns dritt. Hallo, kämpf! Bitte? Kämpft? Was habt ihr für Rechte? Die sollen kämpfen. Und zwar um ihr Leben. So, dann machen wir es ganz schnell. Und einfach. Sieht aus wie Laura Croft. So, muss ich euch noch eine lustige Geschichte erzählen. Schlafanzug, 3 Tage so. Sammeln, okay. Dann können wir ihnen den gleich geben, oder? Schlafanzug. Der ist doch jetzt göttlich viel für geeignet, oder? So, alles geht wieder den normalen Weg. Okay, was können wir denn? Okay, wir sammeln mal alles. Oh, die sind auch da. Oh Gott. Ich verstehe schon, was hier ist. Wir sammeln mal von denen. Erziele, dass ich kritisch treffen. Zwei. Plus 1, dann plus 1, plus 1. So. Kotzhörer bleibt da. Zehn? Okay, warte, die haben auch alle noch Stufen-Upgrades. Das ist ja heldenhaft. Plus 2. Plus 1. Was ist das für ein Typ? Scott Hicks. Der Typ kann aber auch nichts, ne?
Und wer seid ihr? Hilfe, wir haben viel zu viele Leute. Und ich glaube, ich mache ein neues Diner. Diner. Alter, wir haben voll viel Geld. So, wir bauen hier mal was. Dann machen wir ein Dinner. Und eine... Generator und eine Krankenstation. So, was bist denn du für einer? Geh hier. Männer, ah, okay. Drei Leute tanzen hier. Ups. Was hat sie für Charisma? Sie ist schlechter dafür geeignet. So, zwei hier hin. So, dann haben wir jetzt hier unsere, ich sag mal, Brut. Okay, da geht's gleich schon los. Und warte, wie viele? Mach mal gleich mal. Ich hätte gerne noch einen Kotzwürfel. Ich hätte jetzt noch mal eine Kiste. Kronkorn. Nahrung. Gar nicht. Okay. Kotzwürfel. Ah, noch ein. So, ich muss noch. Langsam geht die Kiste jetzt aus. Geld. Gar. Kotzwürfel. Woher kriegt man so einen Kotzwurf? So, dann ist der Handybox. Oh. Noch ein Tier? Noch ein Tier. Ein Papagei? Jacob! Plus zwei Schaden. Okay, komm. Ich hab Bock auf noch ein Tier. Dann haben wir diesmal ein größeres Opening. Pepper? Okay. Kohle. Ah, ich will einen Kotzwurf. Kotzwurf? Nein, aber eine gute Waffe. Okay, wir müssen Sachen aus unseren Lagern entfernen. So, okay, das sind doch schon zwei schwanger. Schaden, Ödlandschurrott. Okay, warte, bei Schaden können wir... Wo sind unsere... Unsere Militärfrau? Okay, momentan ist gerade keiner draußen unterwegs. Ich glaube, da. Ja, da ist sie. Bastard ist hier. Oh, Rückkehrgeschwindigkeit ist auch ziemlich wichtig. Ja, bastet. So, jetzt gleich weiterarbeiten. Was macht der? Er teleportiert sich durch sein Leben, Alter. Na, okay. Er hätte eigentlich gleich da bleiben können. Aber ich will trotzdem noch was machen. Hier. Du gehst nach draußen. Und
zwar ordentlich lang. Richtig ordentlich lang. So, wir füllen jetzt dann noch alle unsere Sachen auf. Oh, das war's dann mit Wasser. Strom. Brauchen wir noch ein bisschen zum kleinen Stück. Oh, das war jetzt das Karma. Wir haben zu lange zu weit herausgefunden. Okay, warte. Kriegen aber alle noch Waffen. Und keine. So, eine, die Stärke fördert. Oh, krasser Typ. Muss man schon mal sagen. Oh, Scheiße. Egal, der Typ kommt klar. So, der kriegt noch eine Pistole. Der hat eine. Ah, benötigt man in diesem Zimmer. Das. Dann werden wir unseren ganzen Müll los. Hier unten Einheitskleidung. Kann ich dir noch irgendwas geben für Charisma? Nein. Wo braucht man eh? I. Habe ich irgendwas für I? Laborkittel. Dann gebe ich dir aber auch noch gleich eine Pistole. Du hast eine. Kann ich dir auch noch irgendwas für I geben? Noch auch ein Laborkittel. Gut. So, die kriegen alle Waffen. Raum maximal geupdatet. Verbessert. Nicht geupdatet. Das Lager. Das ist interessant. Interessant. So, dann upgraden wir den auch mal, weil wir brauchen mehr Leute. Mehr qualifiziertere. Dass man das so sagen kann. Alter, die bringt in jedem Raum so viel. Wir schieben sie mal zum Strom. Die Schwangeren lasse ich jetzt einfach hier. Dann sind das unsere Brutmenschen. Eh, braucht sie eigentlich nicht. Ich zieh die Wohnkleidung an. Die sollen nur Sachen tragen, die sie ihnen helfen. P brauchen sie für diesen Raum. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. So, das kleine ein bisschen managen brauchen wir. So, was brauchen sie hier? Intelligenz, ja, da haben sie alle Laborkittel. Was braucht man hier? Auch Charisma. Ich brauche mehr von diesen Schlafanzügen. Die sind so toll. Und ich brauche mehr Cotsworths. Falls das die Mehrzahl von Cotsworth ist. Ja, A brauchen sie hier. Ich kann ihnen kein A geben. Ich kann den Waffen geben jetzt allen. Warte, der Typ sieht so aus wie hier einer, der einen Papagei braucht. Und der Typ sieht aus wie einer, der einen Pepper braucht. Ich gebe denen jetzt einfach irgendwelche Tiere. Ist doch scheißegal. Wenn wir sie dann irgendwann brauchen, dann können wir sie schon sein. Ein, dass sie brauchen. Eigentlich will ich eher den Waffen geben. Ich glaube, von denen hat jeder. Ah, sie hat noch keine. Wenn die
Alle Laborkettelmenschen. Die brauchen auch alle einen. Er auch, er braucht eine. Er kriegt mal eine bessere Waffe. Ich brauche nicht unbedingt Waffe. Aber wegnehmen muss ich die den auch nicht. Aber er kann eine Waffe haben. Sie kann eine Waffe haben. Hat der Pfarrer eine Waffe? Was hat denn er für eine? Er ist ein richtig krasser Dude. Komm, ich gebe dir jetzt einfach Kleidung. Hauptsache, sie haben was an. Er hat schon. Wir haben halt sehr viel Schrott. Okay, wir haben keinen Platz für eine Werkstatt. Egal, ich würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout Shelter.